Da ja jetzt im Januar der Anime zu Pupa erscheint, habe ich mir gedacht, ja, fang doch davor mal den Manga an, weil ja der Pupa-Anime nur so kurz werden soll und dass ich einfach einen besseren Eindruck habe, wie der jetzt wirklich umgesetzt wurde, was rausgelassen wurde, was verwendet wurde oder wie generell so dieses Grundfeeling bei Pupa ist. Also heute geht es darum, dass ich euch den Manga näher bringen will. Da ja diese Anime-Verfilmung doch ziemlich kontrovers diskutiert wird momentan, ob die zu brutal ist von der Ausstrahlung, man die denn nicht unzensiert zeigen sollte und so weiter und so fort. Der Overall-Plot wäre so ungefähr, dass Uzuzu seine Schwester Yume unbedingt retten will, nachdem sie sozusagen von einem Virus infiziert wurde und immer zu einem Monster wird. Und aus dem Grund will er sie einfach retten. Was ich dazu sagen muss, ich werde wahrscheinlich im Hintergrund ein paar Manga-Bilder einfügen. Die werden aber größtenteils ohne Spoiler sein. Die sind nur dazu da, euch mal den Zeichenstil ein bisschen zu zeigen. Da mir die Geschichte doch sehr, sehr prägnant und interessant vorkam, möchte ich euch die jetzt auch mal noch ein bisschen erzählen. Am Anfang war das Ganze so, dass es, also ihre Vergangenheit in Form von Teddybären dargestellt wurde. Und das war meiner Meinung nach einfach so gemeint, dass hier die Gewalt verniedlicht wurde, sozusagen. Und das haben wir zum Beispiel auch in späteren Stellen im Manga öfters mal, dass die Gewalt hier wirklich einfach nur verniedlicht wird, indem man nette Bilder hernimmt und das ganze Thema dann sozusagen unter den Teppich kehrt. Es ist im Prinzip eigentlich eine Antithese zu dem, was gerade passiert. Und diese Machart finde ich persönlich ganz interessant, die hat mich sehr angesprochen. Auf den beiden Geschwistern lastet ein enormer psychologischer Druck, da sie in der Kindheit vom Vater extrem missbraucht wurden. Zum Beispiel bei Uzuzu kann man heute immer noch unter dem linken Auge eine Verletzung sehen. Und eines Tages kommt dann dieser Vater wieder. Uzuzu will halt nicht, dass seine Schwester da involviert wird und lässt sie im Park. Nach einer Auseinandersetzung mit dem Vater kommt er dann wieder in den Park, aber findet Yume nicht mehr wirklich, denn davor wurden sie gewarnt von einer älteren Dame, die fast aussah wie eine Hexe und die hat sie gewarnt von den roten Schmetterlingen. Wie man dann im Nachhinein erfährt, ist es so, dass Yume diese roten Schmetterlinge gesehen hat und dann irgendwie sozusagen infiziert wurde durch diesen Pupa Virus und Pupa heißt ja im Prinzip Puppe, das heißt, da ist dieser Kokor gemeint. Beziehungsweise man hat hier auch generell viele Parallelen zwischen Metamorphosis von Kokor zu Schmetterling. Generell ist der Manga sehr, sehr atmosphärisch, wobei man sagen muss, dass an manchen Stellen doch dieses Unernste sehr, sehr überwiegt, was mich persönlich eigentlich doch auch anspricht, wobei man sagen muss, dass manchmal dieses Unernste in bestimmten Kapiteln doch überwiegt, wobei ich das persönlich jetzt nicht ganz so schlimm finde. Grundsätzlich wird ja, wie gesagt, der ganze Aspekt, der hier drin steckt, sehr, sehr kontrovers diskutiert. Wobei ich sagen muss, ich kann nicht ganz verstehen, dass sozusagen Inzest hier ein großes Thema sein sollte. Also ich muss persönlich sagen, für mich ist das nicht wirklich Inzest, sondern es ist einfach ein großes, beziehungsweise ich persönlich muss sagen, es ist einfach ein sehr, sehr starkes Bruder-Schwester-Band zwischen Yume und Uzuzu, das vor allem auch damit zu tun hat, dass die so eine grausame Vergangenheit hat. So alles in allem muss ich sagen, ich habe ja nur die ersten beiden Volumes gelesen, weil die nur auf Englisch da sind. Ich habe mich mal mit der Übersetzerin, die in Englisch übersetzt, kurz geschlossen. Das heißt, ich habe jetzt auch Volume 3 und 4, wobei mir das auch nicht viel bringt, weil die in Japanisch sind. Aber ich habe die sonst nirgendwo gefunden. Von dem her ist das schon mal ein Vorteil. Ich werde auch nochmal drüber gucken. Das hier soll halt mehr so ein kleiner Ersteindruck sein vom Manga. Die anderen beiden Volumes, beziehungsweise es soll ja anscheinend im Februar ein fünftes Volume rauskommen, kommen dann in dem zweiten Part dann auch nochmal irgendwann, wobei das wahrscheinlich erst in ein paar Monaten sein wird. Wie gesagt, der stark kritisierte Inzest spielt für mich persönlich hier nicht so wirklich eine Rolle. Und selbst wenn, ich muss sagen, das ist wirklich das allererste Mal, dass ich sagen muss, dass mir dieser Inzest-Aspekt bei einer Geschichte nichts ausmacht. Und das muss schon was heißen, weil ich bin da absolut kein Freund davon. Siehe nur mal Yosoga no Sora. Der andere Aspekt, der hier doch stark überwiegt, ist Kannibalismus in gewisser Weise. Da muss ich sagen, es ist auch wieder mehr so ein Muss durch diesen Virus. Also es ist nicht wirklich was, was sie 100% will. Deswegen muss ich auch sagen, ich finde das auch nicht ganz so tragisch. Fazit, das, was ich bisher so von Pupa gesehen habe, generell dieser Zeichenstil, das Kontrastäre zwischen Gewalt und Niedlichkeit, diese Aspekte finde ich einfach extrem interessant. Und ich persönlich muss auch sagen, man kann diesen Anime im Prinzip nicht vorhersagen. An vielen Stellen habe ich mich echt gewundert, dass es dann so passiert ist, wie es passiert ist. Und ich muss sagen, das ist doch genau das, was einen Manga ausmacht. Wenn man nicht weiß, was passiert, wenn er nicht vorhersehbar ist, dann hat er doch was. Und diese ersten beiden Volumes, die ich jetzt in Englisch gelesen habe, waren doch sehr, sehr interessant. Die anderen werden, wie gesagt, nochmal folgen. Und zum Anime gibt es bestimmt auch nochmal eine Review. Ich persönlich habe jetzt einen guten ersten Eindruck von dem Pupa-Manga gekriegt und hoffe, dass die das auch sehr atmosphärisch und passend im Anime umsetzen. Und da hoffentlich nicht allzu sehr den Fokus auf dieses Brutale legen, weil ja, wie gesagt, im Manga auch viel Niedliches dabei war. Und ich finde, wie gesagt, dieses Kontrastäre extrem interessant. Die Gewaltdarstellungen hier sind schon ziemlich heftig. Also ich persönlich muss sagen, wenn ihr noch jünger seid, weiß ich nicht, ob ihr da reinschauen solltet, weil das doch sehr belastend, möchte ich mal sagen, ist. Wie gesagt, ich kann Pupa trotzdem auf ganzer Linie empfehlen. Der hat mir sehr gut gefallen bis jetzt. Und der Rest kommt demnächst. Wie immer gilt natürlich, alles hier Gesagte ist und bleibt meine Meinung. Wenn euch die
die nicht gefällt, dann macht doch ganz einfach eine eigene. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer City Blue.